Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Schön, wir sind angekommen in Score City. Nach den letzten langen Folgen geht's heute weiter hier in Score City. Und ich gehe jetzt erstes Mal zum Pokémon Center, bevor es hier irgendwie mal weitergeht in Richtung Story. Ich vermute, dass wir heute tatsächlich angehen können mit dem Champ-Turnier. Aber schauen wir mal. Wir heilen erstmal unser Team. Auf jeden Fall, das ist ziemlich angeschlagen nach den letzten Kämpfen auf der Route 10. So. Okay. Ja, so eine Art Pokémon-Liga gibt es leider gar nicht. Meines Wissens. Weiß ich gerade nicht. Weil es gibt ja diese Schimpfen hier. Und das gehen wir auf jeden Fall heute an. Mama, das überhaupt dürfen. Ich frage mich, wo wir gerade sind. Ist das hier Bahnhof oder was? Oh, ein Mikro. Cool. Willkommen beim Supermarkt. Was möchtest du tun? Ja, ich kaufe mich auf jeden Fall wieder ein bisschen ein. Ich habe ja wieder ein bisschen Kohle reingekriegt jetzt gerade. Aber so, gerade ein. Wir brauchen nichts. Was ist das hier? Ich weiß es nicht. Ich habe wohl aber. Ich muss mich gerade jetzt ein bisschen orientieren in dieser Stadt. Und. Obwohl, das glaube ich da hinten. Dann gehen wir mal hier durch. Ah, hier, rechts in dem großen Gebäude. Ja, okay. Da findet wohl das Turnier dann irgendwo statt. Hotel oder was zu sein? Oh, ein Item. Ein Luftballon, okay. Ah, ein Luftballon, der bringt das Pokémon zum Schwimmen. Das ist gut. Zum Beispiel, wenn man ein Pokémon hat, was einfach nicht gegen Bodenattacken ist, nimmt man einfach das Item und wenn es dann per physische Attacke getroffen wird, dann ja, Platz ab. Ja, was hier einfach erledigt. Okay. Gut. Jetzt kann ich noch wach werden irgendwie. Aber schöne Stadt, muss ich sagen. Das ist eine ziemlich große Stadt. Dann können wir. Ich vermute, dass wir hier weiterkommen können. Ah, wir machen jetzt noch ein Item da hinten. Das wäre nämlich. Hier vorne bietet auch noch irgendwas. Also müssen wir da immer noch rein. Irgendwie was ich sehe zumindest nicht. Ich gucke euch mal gerade hier oben noch schnell um. Wo wir dann heute tatsächlich ins Gym-Turnier starten wollen. Die kämpfen da vorne, okay. Okay. Ja, guck ich an. Also nicht darüber. Hier komme ich durch. Oder? Jawohl. Und zwar Grashalm. Gibst du den Samen in Pokémon zum Tragen, setzt sie ein, wenn der Grasfeld aktiv ist und dann ist eine Verteidigung. Okay. So, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, zum Beispiel, also den Dynamax. Kämpft da vorne, oder was? Oder lass ihn wirklich kämpfen? Die Pokémon, das Wetter verändert, lässt sich im nächsten Pokémon mit hoher Initiative ein. Weil gibt es ja eine Kämpfe mit Sunshine zu beginnen. Na gut, haben wir ja gemerkt. Die bestimmten Pokémon können unter die ultimative Attacken lernen. Möchtest du, dass ich einem deine Pokémon gleich beibringe? Welche Pokémon soll ich meine Attacke beibringen? Was willst du denn überhaupt beibringen? Lieber Low, okay. Gucken wir mal, was willst du denn überhaupt beibringen auswählen? Welche Attacke soll vergessen werden? Lurk. Ach, Lurk, und Donade will das beibringen. Okay. 150 und 90er Genauigkeit. Das ist eine Ticke stärker als Feuerball. Deswegen machen wir das auch. Nehmen wir Feuerball raus und bringen Lurkanonade bei. Es ist um 30 stärker.
gewinnt, glaube ich, durch den Typenbonus nochmal irgendwie die Hälfte dazu. Ja, also so schlecht ist es gar nicht. Cool, das wusste ich nicht, dass das hier oben tatsächlich geht. Okay, gut zu wissen. So. Ich weiß nicht, ob wir heute das komplette Champ von dir reinbekommen. Ich weiß nämlich nicht, wie lang das ist. Also von der Zeit her zumindest. Ich weiß ungefähr, wie viele Kämpfe da sind. Ja, aber ich weiß nicht, wie lang das ist. Aber scheinbar sind wir hier oben. Richtig, genau. Da oben ist das Stadion. Okay, was haben wir hier noch so? Jeder Fehler, den der Challenger macht, wird von 1000 Fans gesehen. Die Nerven, müssen Nerven aus Stahl haben, sodass sie da unbedingt weitermachen können. Pokémon Sex, Pokémon Getränke, was darf ich sagen? Jetzt auch keine Auswahl, okay. Hier gibt es offizielle Fanartikel, Liga-Karten haben wir auch. Oh, okay. Was ist das optimale Wetter für ein Match? Sage ich zwar gewinnen Wetter, das schauen wir halt sowieso unter, aber auch egal. Okay. Ah, hier Flugtaxi. Hier sehen wir sie tatsächlich das erste Mal. Live vor Ort. Okay. Das sehen wir tatsächlich das erste Mal als Flugtaxi vor Ort. Gut. Dann kommen wir, würde ich sagen. Hi. So. Score-Stadion, Liga, Hauptquartier und Balduin hat auch wieder mit seinem Bällchen vor uns. Mal gucken, was er diesmal hat. Hey, ich bin Balduin. Ich hasse aber was anderes, der Wäsche. Ja, dann weiß ich auch genau den richtigen Ball für dich. Hier, bitte sehr. Ein Traumball. Den kenne ich noch gar nicht. Ich lasse Roko leichter fangen lassen. Okay. So. Und das ist Mary. Endlich ist es soweit. Ja, natürlich war hart, aber wir vier haben uns diesen Vorteil durchgewissen. Den Sieg werde ich jedoch nach Hause tragen. Ich würde gegen Champ kämpfen. Und Hopp ist auch da. Hey, der Kampf ist gleich hier. Ich werde der allererste Challenger, der sich angemeldet hat. Das ist cool. Aber nicht nur das. Ich bin nicht nur der allererste, sondern auch der allerbeste. Haha. So. Gut, ja, dann bin ich halt wieder rein. Jetzt. Vor Turnier. Du bist schon wieder kämpft, richtig. Wir haben deine Kämpfe mit Spannung verfolgt. Du weißt, in Regeln muss ich aber trotzdem überprüfen, ob alle Orden werden besitzt sind. Bin sowas von bereit, euch vor allen Leuten gegen mich zu kämpfen. Denn es wurde ja letztendlich disqualifiziert. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir noch nicht zum letzten Mal gewinnen haben. Das habe ich auch das Gefühl. Irgendwie. So, mein Gott. Wie auch immer, lass uns in weiter durchgehen. Mach mal das doch glatt. Ich krieg 1000 Nachrichten gerade von YouTube rein. An alle Trainer, die Arena Challenge bestanden haben. Das Vorteil fängt gleich an. Ja, ist hier gerade extrem, ne? Ist das irgendwie ausgeschaltet? Das nervt mich gerade extrem. So, bitte beginnt euch auf den Kampfplatz zu starten, wenn ihr bereit seid. So, dann würde ich sagen, gehen wir rein in die erste Runde des Champ-Turniers. Unser Team bleibt so stehen, wie es ist. Würde ich sagen. Aber wie gesagt, das. Oh, Mary ist schon unser erster Gegner. Mary ist schon tatsächlich der erste Gegner, tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass sie schon so früh auf sie treffen, aber tatsächlich müssen wir. Gut, ich habe 4 Pokémon, das geht schon tatsächlich. Ja, mir war schon immer klar, dass du es schaffen würdest, alle Orden zu sammeln. Ich wusste, dass du das Vorteil erreichen würdest. Es gibt viel, wofür ich hier kämpfe, weißt du? Für meinen Bruder zum Beispiel. Aber ich kämpfe auch für meine Heimatstadt Zweifort, um mir auf die Sprünge zu helfen. Aber ganz ehrlich, letztendlich will ich mir nicht unbedingt für mich selbst erkämpfen. Also nimm es völlig übel, wenn ich dein Team gleich hart, aber herzlich nach Hause schicke. Schauen wir mal. Aber es hat sich nicht hinbekommen. So, Mary und alle auf ihre Musik tatsächlich im Hintergrund. Los geht's. Erster Kampf gegen Mary und sie beginnen an Cleopatra. Was wird denn von euch erwarten? Die anderen 4 Pokémon.
Aber wir werden jetzt hier noch nicht auf. Ja, ich denke, wir kämpfen mit der neuen Chefsphäre. Der sind ziemlich 40, das ist okay. Dann drauf mit. Okay, er fängt mit schwer Reiko. Sie fängt mit Reiko-Spiel an. Und pusht so ihre Spezialangriff. Aber wir gehen mit Schmalhorn drauf. Das ist natürlich nicht so effektiv, aber wir gehen dann trotzdem weiter mit Zauberschein. Der Fragestall Theopada ist down. Das erste Pokémon von ihr geht auf jeden Fall in die Gier. Okay. Toxic Bug. Das ist auf jeden Fall für uns, weil sie hat Gift-Kampf-Pokémon. Also für unser für Galoppa mit der Psycho-Attacke eigentlich nicht so ein großes Problem sein. Also Psycho-Kling ist direkt weg. Ja. Das war das große Problem. Das ist Toxic Bug. So, was haben wir als nächstes? Aerocakes. Dann wechsle ich mal. Ich überlege gerade, was ich hier ziehe. Ich kann mal auf Libalo und wahrscheinlich Sprungfeder gehen. Ich hätte auch noch auf einer Fehlattacke bleiben können, wäre einfach zu dieser Schritte gewesen. So, Aerocakes ist nicht halt aus. Also auch Level 47, ich denke, wir müssen der letzte Pokémon Level 49 sein. Und hoch mit Sprungfeder. Also super Tanker gegen den Kampf-Pokémon. Sehr effektiv. So, wir wollen die Knirscher einsetzen. Was? Meine Attacke kommt hin? Ich hätte nicht gedacht, dass das so verleben geht. Nochmal. So. Nochmal verfehlt. Was ist denn bitte los? Du willst unbedingt, dass ich das verliere, den Kampf verliere oder was? Weil zweimal hintereinander verloren? Nur Kanonade. Und wieder verfehlt. Alter, ich verarsche. Drei Attacken hintereinander, ich darf dich angreifen. Jetzt endlich. Ohne, also direkt die ultimative Attacke. Aber ich so einfacher wäre, dieses Aerocakes zu besiegen. Aber jetzt macht er keinen Fehler. Er pusht meinen Angriff. Aber verwirrt mich. Aber das wird alles so klar. Okay, der Rückschuss ist ja nicht klar. Weil ich wollte jetzt tatsächlich auf Top Gelesung gehen. Hat er da gerade mit dem Stein Fußball gespielt? Okay. Also ist hier vor zu. Vorbei zu Dings. Ja. Nicht schon dabei. Da kann ich da rausgekommen. So, dann machen wir mal drauf. Dann ist die auch mal auf die Reihe. Das Tief will unbedingt, dass wir uns schlagen. Okay, ist das weg? Ich glaube, ich bin zu stark hier. Keine Chance. Da wechseln wir jetzt hin. Lieber Level 53. Mopeko. Mopeko müsste Unlicht Elektro sein. Galoppa. Und Pferdestärke wahrscheinlich. Ich frage, ist das das letzte Schock? Oder ist es noch eins? Bei vier dürfte sie ja nicht mehr haben, ne? Wenn es auf Dynamax geht, dann müsste es dann relativ einfach sein. Ich vermute, dass es jetzt mit dem auf Dynamax geht. Wieder Erdschuss. Ich denke, das wird das letzte von mir sein. Peko wird sie nicht ohne Grund einsetzen. So. Dann ist das schon mal raus.
machen. Oder haben wir den Kampf gewonnen? Olanga, okay. Das ist die Weiterentwicklung von diesem komischen. Ich gucke mal so ein Durchschnitt, weil ich das bekomme mit dem Pilzer. Das ist so viel. Das ist so viel, ne? Ja, dann ist das. Okay, dann ist es tatsächlich dann der letzte Schritt. Und dann. Gigadina mal gucken, was jetzt hier normalerweise im Alter ist. Nicht Fee sein. Das ist ja voll auf die Pokémon. Der 49er Ulanga, okay. So, und Stahlzack. Ah, nicht ganz. Okay. Das wird wahrscheinlich hier auf den Lichtattacken gehen. Das wird wahrscheinlich wieder dunkel gehen. Jetzt dann gehen wir nochmal auf wieder Stahlzack und dann müsste das für die müsste die runter in die Diamant sein, Leute. Ja. Das ist erledigt. Das dürfte Mail gewesen sein. 53 Galoppa, 55 Elektro. Oder hat sie doch ein Asse mehr, liebe Leute? Nein, hat sie nicht, das war's. Mary ist raus, wir sind eine Runde weiter. Hallo, aber meinst du, ich hab plötzlich auf euch so einen tollen Team gemacht? Scheiße. Alle Blicke hier im Stadion waren auf uns gerichtet, während wir gekämpft haben. Zu hören, das Publikum meinem Team und mir zugejubelt, war einfach das Größte. Ich habe verloren. Daran lässt sich auch nichts ändern. Aber wenigstens habe ich den Zuschauern eine Show geliefert, die so schnell nicht vergessen werden. Das ist auch schon mal was wert. Und jetzt werde ich selbst den Zuschauer. Für den Rest der Veranstaltung schaue ich mir zusammen mit meinem Bruder an. Ich bin schon total gespannt, wer am Ende gegen den Champ kämpfen wird. Ob ich nicht anfangen werde oder im Ernst, weiß ich selbst noch nicht. So, Zeit, das Feld zu räumen. Bis dann. Jawohl, unseren ersten Kampf haben wir gewonnen. Und da kommt Olaf angerannt. Hey! Wir sehen auf jeden Fall im letzten Kampf des Vorturniers. Bei der Match eben wurden wir klar, dass ich einfach hier gewinnen muss. Meine Pokémon stehen auch schon total unter Strom, seit sie dann die Sieg gesehen haben. Okay, jetzt ist Hopp dran. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Entschuldige die Störung. Ich weiß, dass du gerade erst von deinem Kampf zurück bist, aber es wird von Hopp endet schneller als erwartet. Er hat einen überwältigenden Sieg errungen. Bitte gib dich zurück auf den Kampfplatz, wenn du bereit bist. Okay? Das kommt hier so aus, wenn ich von hier angucke. Scheinbar. Ach, das ist nur das Vorturnier, ne? Das ist ja noch nicht mal das Hauptturnier. Dann mache ich tatsächlich. Komm, dann mache ich hier die Folge auch noch. Denn den Malte kann man noch rein. Machen wir das Vorturnier komplett. Ich glaube, das könnte tatsächlich das, könnte das Finale schon sein. Ich glaube, das Hauptturnier haben wir noch. Das Champ-Turnier. Ja, wir treffen tatsächlich auf Hopp. So. Ja, das dürfte das Vorturnier sein. Ich musste gerade an den Beginn unserer Reise in Völlingham zurückdenken. Didi hat uns beiden gerade ein Pokémon geschenkt. Damals habe ich mir geschworen, dass wir uns hier gegenüberstehen werden. Und diesen Schwur habe ich damit eingelöst. Und jetzt starte ich mir den Sieg. So, okay, dann geht's los. Schauen wir mal, ob wir hier den guten Hopp. Paroli bieten können. Aber hier gewinnt und kämpft hier. Er fängt mit Volllock an, der Wandwinkel von Volley. Probieren wir es einfach mal, liebe Leute. Das wird nicht einfach werden, definitiv ihn zu schlagen. Da bin ich mir ziemlich sicher, er hat ein paar Asse im Ärmel haben. Aber wir sind auf alle vorbereitet. 48er Volllock. So, darauf fange ich an. Beides werden. Das ist hier ein bisschen Gewalt. Oh, das ist cool, der geht jetzt wieder völlig weg. Und dann auf Psycho-Trigger dann. Oh, er zieht die Top-Genesung, okay?
Ich hätte jetzt erwartet, dass ich ihn tatsächlich runterkriege damit. Schall. Nicht ganz. Schade. Oh, der wird unser Galopper. Das ist ja auch so nächstes. Gegenschlag. Warum er auf den Gegenschlag setzt, das ist nicht effektiv. Und das war's für die Knie. Auch für die Knie. Jetzt geht er auch nicht schon mal weg. Und ich schaffe noch Level 54. Blitzigel. Ja, gut. Frage, was machen wir jetzt? Galopper ist weg. Ohne. Ich kann natürlich nicht hier bleiben. Ja, da gehe ich auf Staffel. Hat zumindest eine gewisse Resistenz gegen Elektroattacken. Durch den Beityp. Pflanze, aber mal gucken. Gut, da haben wir drauf. Energieball. Auf Gift tief. Ich glaube, das wird nicht einfach werden. Okay, ja, ich sag ja, wird eine harte Nuss werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Er will das Ding natürlich gewinnen, sein Traum, der neue Champ zu werden, aber wir müssen das irgendwie verhindern, bitte. Wir zwingen jetzt gerade mal so ein nächstes Pokémon in die Knie, das ist ein Drittsiegel, und der fängt mit Kramor an, weil ich bin mit Kramor in die nächste Runde. Okay. Ich glaube, ich habe zwei von den Motoren. Zwei Lauf und ein Drittliga. Kammer Nummer 3. So. Ja, ich gehe auf Sturm, Stromstoß. Weil ich ziehe mir selber gerade mal Schaden zu. Und dann kam er überlebt, dann kam er die Attacke. Klar, war das. Gut, ich sogar nur nicht, muss ich gucken, was ich mache. Kramor ist jetzt ein drittes. Dein Starter wird wahrscheinlich sein Dilawax-Pokémon werden. So, Kramor ist down. So, Relaxo, okay. Relaxo, Relaxo. Ich hab das noch nicht wirklich verzichtet. Kaum Kampfattacken irgendwie da, ne? Ja, ich probier's. Ich muss irgendwas machen. Der Starter wird wahrscheinlich sein. Eigentlich wollte ich lieber Lo einsetzen, dann gegen seinen Starter in den Max Fight. Also muss ich erstmal jetzt Galaxy in die Knie zwingen. Brauchst du Doppel-Kick? Klar, das müssen wir eh überleben. Zwei Angriffe brauchen. Ah, ja. Mehr sogar. Wenn da nicht ein Volltreffer dabei ist. Pferdestärke. Ja, das war falsch. Das wird schwer. Okay, überlebt das ziemlich doch. Überlebt es doch noch. So, jetzt muss ich schon noch ein Volltreffer dabei, dann ist Relaxo weg. Nein, Relaxo überlebt es noch. Ja, so also, Pferdestärke. Jetzt geht die Trolladung drauf. Und damit ist Relaxo auch weg. Ja. Puh, das war knapp. Ich hätte fast gedacht, dass ich noch überlebt bin. Ich hätte noch ein Stück normal halt drin gehabt. Gortrot. Ist das jetzt schon dein letztes? Ist das jetzt schon dein letztes? Das könnte echt nicht werden. Ich habe meine Initiative ja gepusht. Ich gehe jetzt auf Dillabrand. Meine Initiative müsste eigentlich gefischt sein. Ich vermute, dass er jetzt an Dynamax ergänzt.
würde mich nicht schwer wundern. Ich weiß, dass ich ziemlich angeschlagen bin, was das betrifft. Ja, klar. Er wird seinen Dönermarkt einsetzen und ich will ihn haben. Ja, das wäre cool, wenn ich von Rival raus. Also, ich habe schon die Kid-Probleme gekriegt. Barry war nicht ohne, aber hopp, wird auf jeden Fall normal. Ordentlich ärgern. Dann haben wir. Und die Initiative wird wieder gepusht werden. Dünn ab, ab. Ist hier ist. Ich weiß nicht, okay. Du das. What a kill. Ich weiß nicht, ob er noch eins hat. Seiten sind am meisten bezwackt. Das ist mal Geschichte. Und da reicht das. Ja, haben wir das Ding schon gewonnen? 53 Texas. 32. Oh. Vision will ich mal endlich gern. Dann hab ich's raus. Und der ärgert sich richtig. Klar, dein Traum ist aus. Vielen Dank. Es war schön, dich an meiner Seite zu haben. Ja, dein Traum ist beendet. Leider. Damit ist das Fortturnier beendet. Alle Trainer, die die Arena Challenge bestanden hatten, haben gegeneinander um den Sieg gekämpft. Aber nur der allerbeste unter ihnen darf in das Finalturnier sehen. Und dieser Trainer ist Gav. Ich weiß, Sanja meint, wir hätten das Potenzial, so zu werden wie die Helden. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich nie als Held gesehen. Nein, hast du nicht. Auf keinen Fall. Du hingegen, sage ich klar, dass du die Chance hast, etwas ganz, ganz Großes zu heißen. Kev, mein Glückwunsch an dich, check das und dann kann ich die. Hier, hier. Kev, was für ein bewegter Kampf. Wir sind glatt die Grill gekommen. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wie mir geschieht. Sieht euch nur an. Ihr seid aus einem. Seid aus dem selben Dorf aufgebrochen. Ja, fantastische Team zusammengestellt und mit allen gekämpft, was er leer stellt. Euer Siegeswille war die Alltag zerstört. Dieser Kampf hat einfach alles verkörpert, was für mich einen wahren Pokémon-Kampf ausmacht. Dieser Trainer hat den auch gezögert, irgendeine Fähigkeit von der Arena-Channel zu schreiben, wo ich jetzt echt dämlich will. Allerdings, vor allem, wenn man denkt, dass du dieser Trainer warst, Bruder. Du sagst es heute. Ich weiß, wenn mein Gegner ein Champion wird, aber meine Pokémon sind nicht mehr die oder ihr mit allem, was wir haben, die Stadt liegen. Ich sage es jetzt auch heraus, geht hier von ganzem Herzen und die Gegner wirst. Schauen wir mal, wir tun es am besten, ne? Genau, und jetzt geht es, jetzt richtig los. Aber ich bin total alle. Ich gebe mich erstmal ein bisschen mit Helden rein. Dafür solltest du aber doch erledigt haben. Komm, das ist alles, was essen geht. Können wir gerne machen. Aber wir, wir werden jetzt wieder irgendein beliebiges Schuppen. Das war nichts zu essen. Es gibt nicht, ob ihr Kampf hast. Das scheint ist okay, das scheint wohl durch zu sein. So. Kev, Challenger Kev, einen Augenblick bitte. Ja, genau, einen Augenblick. Ich würde mal sagen, wir machen hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Le-Pokémon. Ja, Schild. Und dann geht's weiter hier mit dem ganzen wieder, sorry. Ne? Bis dahin. Tschüss.